Drittes Karlsplatzfest in Heidelberg begeistert Publikum. Das Thema des Abends, Tanzmomente, erleben die über 2000 Zuschauer in einer effektvollen Mischung aus Tanzelementen, Lichtinstallation und Musik aus verschiedenen Genres und Epochen. Geladen zum Karlsplatzfest haben erneut die Stadtwerke Heidelberg. Michael Teigeler, der Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie, führt durch den Abend im Gespräch mit Oberbürgermeister Dr. Eckhard Würzner und Theaterintendant Holger Schulze. Die Stadtwerke zeigen gerne Flagge mit diesem Kulturevent. Licht ist Energie. Energie ist auch mit dem Thema Tanz verbunden, welches dieses Jahr das Motto des Karlsplatzfestes ist. Wir haben die anderen Jahre jeweils andere Themen auch verbunden, aber insbesondere die Tanz, der Ausdruck, die Dynamik ist etwas, was mit Energie sehr gut passt und deswegen auch das diesjährige Motto. Vor der Performance der drei Tanzstücke der Theater Dance Company erklärt Choreografin Nanine Linning dem Publikum kurz deren Inhalte. Im ersten Stück mit dem Titel Voice Over geht es um die Krisen im Leben. Das Ensemble besteht aus 10 Tänzern. Sie kommen aus Deutschland sowie Frankreich, der Schweiz, Großbritannien und Taiwan nach Heidelberg. Die Theater Dance Company begeistert die Zuschauer und ihre Qualität zeigt sich auch darin, dass die Company für den Deutschen Theaterpreis nominiert ist. In der zweiten Präsentation ist das Thema die Zeit nach der Apokalypse, dem Weltuntergang. Zero heißt das Tanzstück über die Zukunft danach. Ganz in Weiß erscheinen die Tänzer in der Performance mit dem Titel Inside. Die Choreografie ähnelt in ihrem Ablauf einem Uhrwerk. Eine Aktion greift in die nächste. Highlight des Abends für viele Besucher ist dann die Lichtinstallation. An der Fassade der Akademie der Wissenschaften erwachen verschiedenste Tanzmomente in digitaler Fantasie. Filmsequenzen, Animationen und 3D-Effekte wechseln sich ab. Dabei werden die Eigenheiten vieler bekannter Musikstücke des 20. Jahrhunderts eindrucksvoll in Szene gesetzt. Mit dabei Tchaikovsky, Chuck Berry, aber Michael Jackson und Buena Vista Social Club. Und die Energie dafür liefern die Stadtwerke Heidelberg als ein Unternehmen, das den Blick nach vorne richtet. Wir gestalten aktuell sehr intensiv die Zukunft der Energieversorgung, insbesondere durch Investitionsmaßnahmen, die stärker im Bereich regenerative Energien gehen, regenerative Energien, weniger CO2-Ausstoß. Das ist das Ziel. Rund 20 Minuten entführt die Lichtinstallation der Agentur Goya das Publikum in die faszinierende Welt von Licht und Musik. Auch das dritte Karlsplatzfest erweist sich als gelungener Event.